Ich zeige dir drei Faktoren, die dafür sorgen, dass du in Zukunft mehr Matches bei Tinder bekommst. Hi, mein Name ist Andreas Lorenz und der erste große Faktor geht mit dem Algorithmus einher. Der Algorithmus sorgt einfach dafür, beziehungsweise es gibt bei Tinder einen Score, der einfach dafür sorgt, dass du auch die Frauen angezeigt bekommst, die zum einen, ja, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit so angesiedelt ist, dass da ein Match entsteht. Denn Tinder will natürlich auch, dass du Erfolg hast, weil ansonsten nutzt du die App nicht und demnach sind sie auch an einer Lösung interessiert. Und dafür gibt es einen Algorithmus und ein Algorithmus ist im Endeffekt eine Anleitung. Und dieser Algorithmus geht dann einfach danach zu schauen, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ihr beide ein Match habt. Und was jetzt viele Männer falsch machen, ist nämlich Folgendes. Sie liken alles, was nur geht. Ja, die ganze Zeit klicken sie drauf und liken, 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 liken. Und was dann einfach passiert ist, dass du dann Frauen bekommst, die auch jeden Mann liken. Und das ist dann eben so der Punkt, wo dann Männer zu mir sagen, ja, also Tinder funktioniert irgendwie schon, bloß das Problem ist, ich bekomme nur Likes von Frauen, die mir nicht gefallen, die übergewichtig sind oder die einfach nicht gut aussehen. Und wenn ich dann einfach mal ein bisschen tiefer reingehe, dann merke ich sehr schnell, dass diese Männer alles geliked haben. Und du solltest, wie im realen Leben ja auch Ansprüche haben und nicht jede Frau liken, denn du sprichst ja auch nicht jede Frau an. Also der erste Faktor bezieht sich darauf, dass du ein Verhältnis hast von 50-50 oder 60-40, ja, also 60%, die du halt eben nicht likest und 40%, die du likest. Damit hast du dann auch eine viel bessere Möglichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit, auch die Frauen zu bekommen, die nicht jeden Mann liken, sondern die natürlich auch Ansprüche haben. Und wenn du das dann so angehst, dann wirst du auch viel eher die Frauen bekommen oder die Frauen, da wird dann eher ein Match entstehen, die dich dann auch, ja, liken werden, denn Tinder schaut dann natürlich auch immer, wie viel prozentual gesehen liken die Frauen, ja, also wie viele Likes vergeben sie und wie viele Likes erhalten sie natürlich auch zurück und danach berechnet die sich dieser Score und das ist im Endeffekt ein, ja, man kann sagen, ein Punktesystem von 0 bis 10 und umso mehr Punkte du hast, umso höher fällst du auch in dieses Ranking und bekommst dann natürlich auch dementsprechend ganz andere Frauen angezeigt. Deswegen der erste Faktor ist einfach dazu da, dass du nicht jede Frau likest, weil ansonsten fällst du in diesem Score, sondern dass du wirklich auch die Frauen likest, die dir gefallen oder wo du sagst, ja, die sieht ganz sympathisch aus. Ja, es gibt natürlich auch Frauen, die sind jetzt nicht so fotogen, sondern sehen im realen Leben besser aus. Deswegen solltest du da auch mal ein Auge zudrücken. Ich persönlich versuche wirklich so 50% oder 40% an Likes zu vergeben für die Frauen. Und dann bekomme ich natürlich auch ganz andere Frauen angezeigt und habe dadurch natürlich auch eine viel bessere Wahrscheinlichkeit, Frauen, ein Match zu bekommen mit Frauen, die mir wirklich dann auch gefallen. Der zweite Faktor ist natürlich das Profilbild. Denn wenn du ja deine App startest, dann ist es ja immer so, das Erste, was du wahrnimmst, ist das Profilbild. Und hier vergeigen es natürlich auch viele Männer. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, wie du das machen solltest, damit du auch mehr Matches bekommst. Denn das Profilbild, das ist das erste Bild, das ist das, was natürlich die Frau wahrnimmt und was du auch wahrnimmst. Und ich blende dir das jetzt einfach mal hier so seitlich ein. Und das erste Bild, das du sehen kannst, ist, wie ich im Bad bin, ja, und hier ein Selfie mache von mir. Und dieses Bild, ja, mit dem habe ich so viele Likes bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen, es funktioniert wunderbar. Nein, kleiner Spaß, okay, also so etwas solltest du niemals tun, wirklich, never, 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 denn ein Bild, wo du emotionslos bist, ja, so wie hier, wie bei mir gerade eben, wo man einfach noch nicht mal in die Kamera blickt, das wirkt so unpersönlich, dann dieses Selfie, dann sieht man im Hintergrund noch das Bügelbrett und das ist einfach etwas, was ich so häufig sehe bei vielen Männern und ich dachte, ich nehme das jetzt mal rein, einfach damit da eine Sensibilität dafür entsteht, dass du das eben nicht tust. Und wie macht man es denn richtig? Es ist einfach so, dass das Bild etwas transportieren sollte, denn du willst ja mit einem Bild eine Aufmerksamkeit erzielen. Du willst ja, dass die Frau sich denkt, hey, der ist sympathisch oder der ist attraktiv. Und wie kannst du so ein Gefühl erzeugen?
Ganz einfach, durch dein Lächeln. Denn das Lächeln, das ist das stärkste Instrument, das wir Menschen haben. Mit einem Lächeln wirkst du nicht bedrohlich, sondern sehr freundlich. Und wie du sehen kannst bei meinem Bild, ich lächle einfach in die Kamera, das sieht sympathisch aus, freundlich. Und dadurch gehen einfach die Frauen, oder danach gehen die Frauen einfach und vergeben dann eher einen Like. Und damit kannst du arbeiten. Also versuche wirklich ein Bild zu machen von dir, wo du sympathisch wirkst. Und natürlich kannst du auch dir überlegen, welche Kulisse du verwendest. Ja, denn du kannst es so machen wie jetzt ich. Ich war bei einer professionellen Fotografin, habe das dort machen lassen. Du kannst natürlich aber auch woanders hingehen. Kannst ja einen Schnappschuss draußen machen. Wichtig ist, dass das Bild etwas erzeugt, eine positive Emotion. Weil dann ist die Frau auch eher gewillt, dir einen Like zu geben. Und dann entsteht natürlich auch ein Match. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt diesen Score. Und wenn mehr Frauen dich liken, dann gehst du in dem Score nach oben. Dann bekommst du A, mehr Matches und hast natürlich auch viel höhere Wahrscheinlichkeiten, Frauen zu matchen oder mit denen in Kontakt zu treten, die wirklich gut aussehen. Denn eine Frau, die sehr, sehr hübsch ist, hat natürlich auch höhere Ansprüche und die liked natürlich nicht jeden. Also danach würde ich auf jeden Fall gehen. Das ist jetzt das Profilbild. Du kannst natürlich auch noch mehrere Bilder reinnehmen. Wenn dich das interessiert, welche Bilder man da reinstellen sollte, denn wir sprechen jetzt von dem Profilbild, das ist das erste Bild, das man sieht. Wenn dich das interessiert, dann schreib bitte einfach mal kurz in die Kommentare rein, dass ich dazu ein Video machen soll. Dann werde ich dazu gerne mal auch ein Video drehen, wo ich dann auch mal drauf eingehe, wie viele Bilder solltest du reinstellen, welche Bilder solltest du reinstellen, etc. Aber in diesem Fall beziehen wir uns jetzt einfach nur mal auf das Profilbild. Und der dritte Faktor ist ja ganz simpel, was schaut sich die Frau an oder was schaust du dir an, wenn dir das Profilbild gefallen hat? In der Regel, vielleicht nicht immer, kommt darauf an, wie viel Zeit wir haben oder na, ob es langweilig ist oder nicht, aber in der Regel ist es so, dass wir uns dann den Profiltext anschauen. Und hier habe ich dir auch, blende ich dir einfach mal was ein, ein Profiltext, ja. Lebe in Berlin, suche eine schlanke, hübsche Frau, ja, super Profiltext, oder? Also damit wirst du jede Frau in den Bann ziehen, die wird sich denken, hey, sowas habe ich noch nie gelesen, ja. Natürlich nicht, denn das ist so eine Information, die super langweilig ist, ja. Dieses Lebe in Berlin, das steht schon da. Also es gibt viele Männer, die dann nochmal schreiben, dass sie in Berlin leben oder in einer sonstigen Örtlichkeit, wo ich mir denke, naja, Tinder zeigt das ja auch einem an. Ich meine, es steht ja da, wie viele Kilometer man ja entfernt wohnt. Also die Information ist ein bisschen, naja, nicht wirklich förderlich. Und dann natürlich auch suche eine schlanke, hübsche Frau. Das sind auch so Sachen, wo man sich denkt, naja, du bist auf Tinder. Ich meine, was suchst du denn? Du suchst entweder neue Freunde oder du suchst eine Partnerin. Und überlege dir stattdessen wirklich etwas, womit du die Frau neugierig machen kannst. Und ich möchte dir das kurz mal zeigen. Ich habe das, das habe ich jetzt nicht getestet, okay? Also ich habe einen Online-Kurs, wo ich ganz gezielt auf diese Thematiken eingehe, wo ich genau dir zeige, was ich alles gemacht habe, welche Tests sich ergeben haben, also was wirklich funktioniert. Dieser Profiltext hier ist natürlich nicht getestet von mir, aber es ist von der Komponente, von der Aufstellung geht es in die richtige Richtung. Deswegen dachte ich, ich zeige dir das mal. Und zwar habe ich hier einfach geschrieben, drei Eigenschaften, die mich ausmachen. Warum? Ganz einfach, die Frau will ja etwas über dich wissen. Sie will ja ein Like vergeben und ein Like vergibt sie dann, wenn sie das Gefühl hat, dass du eine interessante Person bist, wenn du ihr sympathisch bist, wenn sie dich attraktiv findet. Und ich habe zum Beispiel jetzt reingeschrieben, ich liebe französischen Rotwein, ich reise zweimal im Jahr nach Asien und die dritte Eigenschaft ist top secret. Und dann habe ich natürlich reingeschrieben, okay, die dritte Eigenschaft ist noch ein Geheimnis, aber vielleicht verrate ich es dir. Also hier wollen wir die Frau ein bisschen neugierig machen. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du dann darauf eingehst und sie ein bisschen ihr etwas von deiner Welt erzählst, also ihr ein bisschen zeigst, wie du so tickst, aber natürlich auch, was Neugierde weckt, wo sie dann auch mehr über dich herausfinden möchte, weil dadurch hat die Frau dann auch die Möglichkeit, mit dir die Interaktion zu suchen, das Gespräch zu suchen, das ist auch ein guter Gesprächsaufhänger und sie ist dann auch eher gewillt, dir ein Like zu vergeben. Wenn du diese drei Faktoren so angehst, also nochmal zusammengefasst, gebe nicht jeder Frau ein Like, sondern sei auch wählerisch, damit du auch in dem Elo-Score nicht komplett nach unten fällst und nur Frauen bekommst, die auch alles liken.
An zweiter Stelle solltest du auf dein Profilbild achten, dass es sympathisch ist oder attraktiv, dass du eine positive Emotion nach außen trägst. Und das dritte ist natürlich der Profiltext. Er soll neugierig machen, er soll aber auch ein bisschen etwas von dir zeigen, von deiner Persönlichkeit. Er soll anders sein. Und das sind so die Punkte, die ich angehen würde. Denn diese drei Faktoren sorgen dafür, dass du mehr Likes bei Tinder bekommst und demnach natürlich auch mehr Matches. Und meine Frage ist jetzt auch noch an dich. Wir machen hier oben rechts mal eine Umfrage. Hast du denn überhaupt einen Profiltext reingenommen bei Tinder? Stimm doch einfach mal ab mit Ja oder Nein. Würde mich super interessieren. Und das soll es in diesem Video gewesen sein. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel mehr Matches. Bis dahin, mach's gut. Ciao.